Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Soma. Und ja, so machen wir jetzt auch weiter. Ich soll ja das eine oder andere finden. Und dann werde ich mal gucken, was wir alles so finden können hier. Temperatur minus 20 Grad. Okay. Was haben wir hier? Aha. Striche. Das ist ein Foto. Eine Ratte mit was auf dem Kopf. Oha, lila Kamerun. Mir leid. Immer habe ich da irgendwie eine Störung. Merkwürdig. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile. Sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt. Wird es auf Schaltkreise angewendet, scheint es die Konnektivität zu nimmt das G. Ja, wie kommt immer diese Störung da rein? Nochmal lila. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das G steuert die Effektivität und Arbeitsleistungs einfacher Maschinen. Die Mobli fickert, oh Gott, was für ein Wort, ey. Die Wow am Gel vorgenommen hat, sind aber voller zusätzlicher Informationen, die nicht. Oh, die. Ja, Mann. Wer stört denn da andauernd immer? Krebs. Okay, nächstes. Jakob Helterin oder so ähnlich. Habe das Gel auf eine tote Maus. Ach, Maus soll das sein? So aus wie eine Ratte. Oder, naja, das Gel brachte die Maus zu. Ein ewiger Albtraum. Hm? Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos, während die was lebende, gestresste wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die Lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fast fest, da sich das Gel darin erhärtet hatte. Aha. Fortschritt. Der Fort ist geritten. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Hermes oder RMR. Die Ergebnisse war. Sah wieder jemand hier? Das Ding wirkt katonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Störung im Tier erzeugt. Dies hat, nimm das Gel, dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren.
Boah, Alter. Paula Langsky. Grundsätzlich bleibt das Strukturgit unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte G mit ausgerichteten Graphen in einer mehrfach ungesättigten. Hallo, lass mal die Störung danach, Mensch. Matrix. Das Problem ist nicht das G selbst, sondern die Wow. Wow, wow. Die sie steuert. Das G hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die Wow benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, wie wir uns niemals erträumt hätten. Claudia. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper von der Wau über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie dem geladenen Gel ausgeliefert, ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte, die den gesamten Organismus bestrafen. Hiernach, ja, hör zu, ich weiß, ich mache, hallo, stürme nicht immer, würde auch sein, Max, hier nach den Gründen zu fragen, ist schwierig, da wir ja von einer KI reden. Davia, müsste das nicht heißen, Davia, ja? Na egal. Druckfehler irgendwie. Ihren Kompressor. Ja. Was? Schadcode. Ach ja, okay. Puh. Gut. Was haben wir denn hier alles? Bei Theta-Struktur geht es Formel und so weiter. Na gut. Null Uhr zwei. Dann haben wir. Nee. 3,16 und 26,238. Nein. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Ganz unten geht nicht. Da auch nicht. Die auch nicht. Sowas. Okay. Dann, ja, so, dann haben wir hier, ja, einmal, ach so, Zelle 2. Nein. Da ist die Maus, oder ja. Moment. Geht nicht. Ja. Okay. Links. Drücken. Gut, da ist jetzt irgendwas hochgekommen.
Nein, geht nicht auf. Grün, aha. Kann ich aber nicht in die Hand nehmen. Warum nicht? Hallo Ratte, geht auch nicht. Okay. Kann man noch mal was machen? Dann fahren wir die mal rüber. Das Ding geht dazu und oi. It came back to life. Or something like it. Kann ich aber trotzdem nicht nehmen. Ja. Gut. Das war das. Mehr gibt's ja nicht. Aber da muss auch ein Chip rein. Bei mir leuchtet nichts auf, also muss doch komisch. Meine, da ist ein Chip oder das geht nicht. Ah ja, da rein, warte mal. So, stimmt. Dann hole ich ihn rüber. Ups, so früh losgelassen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht klappt das ja. Mal rausholen. Und? So. Wow. Hui. Das haben wir. Manu. So. Habe ich schon gesagt, wann diese Folge aufgenommen wurde hier? Wenn ja, gut, dann mach ich das nochmal, wenn nicht, dann jetzt das erste Mal. Also ich habe es 23.47 Uhr und aufnehmen machen wir heute am 17.12.2018, hatte ich das aufgenommen. Immer erscheint das da, da gibt dir die Quelle. Da gibt dir die Quelle, aber... Wo so, soll ich denn jetzt als nächstes hin? Da sind noch zwei rote Dinge im unteren Bereich.
Wo komme ich denn jetzt? Ah, hier, ne? Ich gehe mal runter. Ja. Schau mal. Waren wir denn hier schon mal? Nee. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ja, hier ist nichts. Da an der Wand. Nö, abgeschlossen. Wieso abgeschlossen? Hier ist ein Anzug. Okay, auch nichts. Da ist ja rot. Hier ist nur ein schwaches Licht. Nein. Ne. Da kann ich nichts machen. Okay, außer sich eigentlich aus. Gut. Tja. Ach je. Hier auch wieder Unterbereich. Omikron, nein. Warte mal, Unterbereich hier. Okay, jetzt haben wir hier erstmal gelb. Ist ja schon mal was. Noch eine gelbe, mach zwei gelbe. Bei dem bewegt sich was. Geh mal aus dem Weg hier. Nein. Was ist das denn für ein Gekrickelkrackel? Eine Kugel unter Strom oder was? Na gut. Alpha. Ha. Noch andere Zeichen. Und so weiter. Da auch. Ah ja, das habe ich ja jetzt da in der Hand. Also, und wieder was vom Abhören. Viermal. Okay. Straski, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbie leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, stay safe. Ja, kommt nichts mehr, ne? Nö. Gut, weiter. Omikron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? You will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omikron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right, heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond.
This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Unable to connect. Lumar relay out of range. Na gut. Das war nur eine kurze Antwort hier. Tja. So, was haben wir denn hier? Eine Waffe? Nehme ich mal an. Ja. Nix drin. So. Rein damit. Wieso geht's nicht auf? Mano, wieso geht denn das nicht auf? Hi, Buddha. Hier, rein mit dir. Hopp. So, Müll. Ach, das ist doch doof, dass das nicht aufgeht. Auswerfen. Cortex-Chip. Huch. Ja, wieder so ein Rätsel. Sollen wir das Rätsel noch machen? Da bewegt sich auch sonst nichts. Ach so. Ah ja, jetzt bewegt sich das. Fertig hier. Das aussieht, ja, aber kann man die auch umlenken? Warte mal. Aber das ist nur ein so ein Ding. Ja. Nee, das ist dann. Das ist auch nur einer. Wenn ich das wieder so mache. So. Das geht durch den, der zu ist durch. Okay, warte mal. Der geht so. Der
ist daher von unten. Nein. So. Okay. Augen. Ich habe Augen. Oh Mann, das machen wir dann ein Rätsel, ey. So, dann habe ich ja eigentlich jetzt zwei Sachen eingesammelt. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier an dieser Stelle Schluss für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dahin, mach's gut und...